Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Long Dark. In der letzten Episode haben wir so einiges geschafft. Wir haben ein Tierchen erlegt, was schier unglaublich ist, und wir haben uns wieder ins Haus zurückgeschleppt. Jetzt muss ich mal nachsehen, wie es uns denn eigentlich geht, ob wir es dabei haben. Denn es liegt jetzt mittlerweile doch schon wieder einige Tage zurück, dass ich hier gespielt habe. Okay, was haben wir denn alles? Es gab übrigens zwischenzeitlich auch einen neuen Patch. Dementsprechend werden wir uns dann jetzt auch aufmachen und ein neues Gebiet ansehen, das jetzt mit dem neuen Patch eingeführt wurde. Dazu müssen wir unser ganzes Inventar eigentlich ein bisschen entrümpeln und wir werden nur die wesentlichen Dinge mitnehmen. So, wir legen jetzt hier erstmal die ganzen Gedärme und alles ab. Das weg. Frische Därme weg. Kaninchenpelze habe ich auch so viel dabei, mal schauen. Getrocknete Haut werden wir jetzt auch nicht brauchen. Wobei ich die getrocknete Haut vielleicht lieber mal aufnehmen sollte. Moment, und dann packe ich die in den Schrank. Genau. Dann packe ich das ganze Zeug hier in den Schrank. Wir gucken mal hin. Die Redestiefel, also die wir noch nicht fertig gemacht haben, die lassen wir erst auch mal noch hier. Darum kümmern wir uns später. Die Sachen werden wir auf alle Fälle noch reparieren, bevor wir losziehen. Und das ganze Essen noch einkochen. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Wasser mit. Und hier müssen wir noch schauen, was wir noch aussortieren sollten. Was wir jetzt erstmal nicht so dringend brauchen. Eigentlich bräuchten wir ja alles. Das ist ja mies, ey. Ich sehe schon kommen, wir werden uns halt eigentlich nur umsehen. Na gut, erstmal die getrocknete Rehhaut da rein, das ganze Zeug kommt auch noch weg. Und ich bin immer noch überladen. Oh Mann. Ich glaube, wir machen erstmal ein schönes Feuerchen. Wobei, wir checken nochmal schnell was ab. Ups. Okay, das wird auch genauso mitgenommen. Brauche ich definitiv. Das muss, wie gesagt, repariert werden. Also zumindest die Handschuhe und die Thermostiefel werde ich machen. Ach nee, die Handschuhe nicht, sondern nur die Thermostiefel. Denn die Handschuhe habe ich offensichtlich gefunden. Das kochen wir alles auf. Der Tee kann eigentlich auch noch mitgenommen werden. Wasser müssen wir dann auch noch mitnehmen. Was können wir denn hier loswerden? Ich weiß es echt nicht. Wir bräuchten eigentlich alles. So ein Mist, ey. Wir haben auch nichts doppelt dabei. Das ist echt mies. Ja, da bin ich immer gespannt. Gut. Gut. Erstmal den Metallschrott loswerden und die Zeitung. Die dann nehmen wir mit und dann machen wir schnell ein Feuerchen. Dazu nehmen wir, glaube ich, einmal Tannenholz. Stöcke. Halt Holz. Und ich hoffe, dass das dann von der Menge her ausreicht. Streichhölzer, Zunderbündel und wir machen lieber mit den Stöckchen. Dann läuft das nämlich definitiv besser. So, dann gucken wir mal. Das muss doch werden. Ich glaube, unser Skill ist mittlerweile auch schon recht hoch. Also insofern soll es da keine Probleme geben. Hoffe ich. Aber es ist ja trotzdem immer irgendwie zu einem gewissen Grad ein Glücksspiel. Na? Ein Glücksspiel, das wir gewonnen haben. Und wir haben mittlerweile eine Fertigkeit von 75. Das ist doch gut. Ich bin gespannt, ob wir das auch mal auf 100 bringen. So, dann fangen wir gleich mal an. Mit dem Kaninchen. Garn wird das auch noch fix. Das ist ja blöd. Wir hatten nämlich hier gerade nur 0,05 Kilo. Also 50 Gramm Kaninchen. Und das hat genauso lang gebraucht wie der Rest hier. Bitte, was jetzt passiert? 19 Minuten nur noch. Alter Falter. So.
Gucken wir mal schnell zurück. Wir könnten nämlich gleich mal ein bisschen was essen. Halt. Hier hin. Tatsächlich für 0,5. Also, wieder was gelernt. Werden wir zukünftig nicht mehr machen, wenn wir nur so wenig haben. Dann werden wir das lieber wegwerfen. Wenn so für die 24 Kilokalorien so viel Feuerholz verschwenden. Ist jetzt nicht so das Klügste, was man machen könnte. Ich glaube, das ist dann doch irgendwie besser aufgehoben, wenn wir da was anderes von machen. So, dann garen wir das hier auch noch schnell und ich schenke währenddessen etwas Tee nach. Mmh, lecker Tee. Jetzt, wenn er noch warm wäre, wäre das noch viel cooler. Ich stand da gerade, dass das Feuer gleich ausgehen wird. Nee, aber wir sollten nochmal nachlegen. Wir schnappen uns noch ein Zedernholz. Kloppen das auch noch schnell rein. Und dann reicht es hoffentlich von der Zeit her, dass wir zumindest das restliche Reh noch machen können. Denn dann werden wir hier das mitnehmen auf unsere Reise. Dann brechen wir morgen gleich auf. Und gehen zurück. Wir müssen von hier aus in die Mine. Und dann dürften wir zum Coastal Highway kommen. Und vom Coastal Highway können wir dann weitermachen und noch woanders hin. Moment. Wir sind am Verdursten. Dann trinken wir zumindest das noch schnell. So. Können wir hoffentlich noch das kurz zu Ende machen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht bleibt noch ein bisschen was übrig, wo wir noch Wasser machen könnten. Sieht aber nicht so gut aus. Shit. Hätte einfach noch was drauflegen sollen. Es ist schon wieder so dunkel. So. Holen wir uns hier gleich mal so ein bisschen Wasser raus. Die werden morgen auf alle Fälle mit so 2,5 Litern aufbrechen, sicher ist sicher. Gleich mal was getrunken. Boah, der wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder so 600 Milliliter wegrüsseln. Hm, fast. So, dann ab nach oben ins Bettchen. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir die Lampe wieder gleich ausmachen müssen. Moment. So gelöscht, hier ist das Bett. Dann schlafen wir mal 5 Stunden. Und dann müssen wir echt hoffen, dass es am nächsten Tag nicht schon wieder irgendwie so ein Schneesturm ist und das Wetter uns irgendwie hold ist, dass wir gleich aufbrechen können. Etwas hungrig und wir sind etwas müde, na gut. Pfeifen wir uns was rein, haben wir das weg? Achso, das konnten wir nicht mehr machen. Essen wir das schnell noch. Trinken noch ein klein wenig. Und legen uns noch, ich glaube 2 Stunden oder 3 Stunden waren es, ins Bettchen. Und dann sollten wir aber wirklich jetzt dann auch aufmachen und aufwachen. Und die Sonne sollte uns förmlich anstrahlen, hoffe ich. Allerdings hört man draußen schon wieder den Wind. Das macht uns gerade alles schon wieder den totalen Strich durch die Rechnung. Das gefällt mir nicht. So, gehen wir nach unten. Man sieht wieder so schlecht. Vielleicht ist Long Dark doch irgendwas, was man vielleicht eher nachts spielen sollte. So habe ich doch noch die Sonne ein bisschen bei mir reinscheinen, wobei es heute irgendwie ein ziemlich bewölkter Tag ist. Wie vermutlich überall in Deutschland. Wie vermutlich bei euch auch gerade. So, gucken wir nochmal ins Inventar. Wir wären eigentlich satt, könnten aber trotzdem was essen. Werden wir das aber auch tun. Was trinken werden wir auch noch. Dann lagern wir das Gammelfleisch erstmal ein. War jetzt wahrscheinlich doch nicht so klug, dass wir mit ihm geschlafen haben. Oh, hier ist noch mehr Kaninchen. Oh Mann. Was passiert eigentlich, wenn das Zeug verfällt? Verschwindet das dann im Inventar oder erscheint das als Gammelfleisch neu? Man weiß es nicht. Wir werden hier mal noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Genau, wir haben ja hier auch zur Not noch Entwässerungstabletten. Ach, da ist noch Mary?
Oh. Oh. Dann würde ich sagen, lagern wir hier immer ein bisschen was vom Reh ein. Und nehmen eher so das Gammelreh mit. Gut. Dann lasst uns aufbrechen. Wir sehen uns... Ach nee. Wobei, wir gucken jetzt doch erstmal raus. Na? Ja. Okay. Nein. Das ist wieder klar. Das ist wieder sowas von klar. Immer dann, wenn ich irgendwie was Größeres geplant habe, irgendwo hingehen möchte, ist draußen wieder Kackwetter. Das ist doch echt der Gag des Jahrzehnts. Ja, was machen wir denn in der Zwischenzeit? Gut, wir reparieren erstmal unsere Schuhe. Dann werden wir in den Keller gehen und dort vielleicht noch ein bisschen was von den Rehlederstiefeln machen. Und dann können wir am Ende noch ein Feuer machen. Ich denke, so passt das. Gut, dann lagern wir hier nochmal so ein bisschen Reh ein. Können wir ja später wieder mitnehmen. Und dann sehen wir uns hier erstmal um. Moment, ich könnte vielleicht erstmal nachsehen, was wir bräuchten, um unsere Stiefel zu reparieren. Altkleidung hier. Dafür bräuchten wir einmal Leder und eine Stunde... Okay. Dann machen wir das einfach mal. Wir haben hier ja auch Leder. Ach, da ist ein Unterschied zwischen getrockneten... Oh. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Das ist ja mies. Ist das schon wieder neu? Ach, Stoff auch noch. Na gut. Wobei das jetzt Quatsch wäre, hier wertvolles Leder zu verschwenden, wenn wir unten im Keller vielleicht unsere Lederstiefel fertig bekommen. Also machen wir das lieber so. Und gucken nochmal nach. Die Lederstiefel. Wundervoll. Dann gehen wir doch nochmal raus und ab in den Keller. Alter Falter. Minus 33 Grad. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das Spiel irgendwie immer schwieriger wird, je mehr Patches kommen. Also das hatte ich definitiv noch nicht in Erinnerung, dass es gefühlte minus 33 Grad sind. Also geht ja gerade der Blizzard schlechthin ab da draußen. So. Dann ab zur Werkbank. Oh, jetzt habe ich natürlich die Gedärme vergessen. Super. Also nochmal Weg zurück. Ich bin auch ein Eumel. Es tut mir leid. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Wow. Das sieht ja geil aus. Moment, das muss ich jetzt machen. Muss ich einen Screenshot machen? So. Ist das erledigt? Voll schön, ey. Gut, dann nehmen wir jetzt nochmal ein paar getrocknete Gedärme mit. Die haben wir sicherlich auch irgendwo eingelagert. Da, was läuft das denn eigentlich? Haben wir hier getrocknete Gedärme liegen? Ein getrockneter Darm und noch ein getrockneter Darm, okay. Okay. Na? Das Einzige, was immer so ein bisschen nervt, sind diese Ladezeiten, die dann doch wieder so lange dauern. So, was sagt denn die aktuelle Temperatur? Minus 23 ist immer noch nicht so das schönste Wetter der Welt. Dementsprechend lassen wir das erstmal gut sein. Wir verschieben das einfach mal, sozusagen, unseren Ausflug. Das können wir am nächsten Tag auch noch machen. Genügend Nahrung haben wir ja auch noch, dass wir problemlos aushalten können. Also insofern ist alles gut. So. Dann hin. Gucken wir mal. Zeit übrig, noch 3,5 Stunden. Das machen wir noch glatt. Dann haben wir hoffentlich bald die tollen Rehlederstiefel und dann können wir gleich mal gucken, wie gut die denn sind.
Hergestellt Rehlederstiefel, okay. Schauen wir gleich mal nach. 1,5 Kilo und unsere aktuellen Boots. Hey. Na, die ziehen wir aber locker an. Da kannst du was wetten. Geil. Jetzt können wir nochmal gucken, was eigentlich die... Na? Genau, die Kaninchenfäustlinge so bringen. Dazu bräuchten wir 4 getrocknete Kaninchenpelze. Und 2 getrocknete Därme. Wärmebonus plus 4, Winddichte Bonus plus 2. Da können wir gleich mal nachgucken, was unsere bringen. Okay, die sind auch noch besser. Wir gucken mal, ob wir oben schon getrocknetes Zeug hatten. Jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen, weil ich irgendwie ein Gehirn wie ein Sieb habe. Aktuell, wir gucken mal, gucken mal. Kaninchenfäustlinge. Ich brauche dazu also die 4 getrockneten Kaninchenpelze, die ich eigentlich schon haben dürfte. Und 2 Gedärme. So, jetzt kann ich mir das hoffentlich merken. 4 und 2. Das geht, denke ich, klar. Kriege ich hin. Dann aus der Tür raus. Dann sind wir jetzt unterwegs mit unseren neuen tollen Schuhen. Wetter sieht besser aus. Minus 4, das heißt eigentlich, wir sollten eher bei dem Wetter aufbrechen, anstatt hier noch mehr Zeit zu verdödeln. Wie viel Zeit Tageslicht haben wir denn noch? Etwa 8 Stunden? Würde eigentlich passen. Nee, jetzt geht der Wind draußen schon wieder los. Gut, dann machen wir einfach doch noch die Kaninchenpelz-Dinger fertig. Getrockneter Darm. Getrockneter Darm, Kaninchenpelz. Der braucht noch. Dann haben wir hier hoffentlich noch 3 Stück eingelagert, ansonsten müssen wir es lassen. Wieso haben wir keine getrockneten Kaninchenpilze? Shit. Okay, dann wird das nix. Das ist jetzt doof. Das ist nun wirklich doof, weil dann lagern wir zumindest das Zeug hier noch ein. Wir werden noch ein bisschen Kilos los. Stoff und so sollten wir ja auf alle Fälle finden, währenddessen wir unterwegs sind. Was haben wir eigentlich noch so eingelagert? Schwarzbärenfell und 8 getrocknete Wolfspelze. Das heißt, wir könnten eigentlich bald den Wolfspelzmantel machen. Ah. Da ist noch ein getrockneter Kaninchenpelz. Reicht aber trotzdem noch nicht. Das reicht noch nicht. Das ist jetzt ja blöd. Nehmen wir noch mal ein bisschen Zunder mit. Ich hoffe, dass ich noch was habe. Aktuell nicht. Dementsprechend einfach mal nur eine Zeitung mitgenommen. Die schnell auseinandergebastelt. Na. So, dann zerlegen wir schnell mal das Stückchen. Und dann gucken wir uns draußen jetzt noch mal um, was die Temperatur sagt. Wobei wir vielleicht erstmal... Ja, wir sollten definitiv etwas essen und trinken, bevor wir aufbrechen. Trinken wir da auch noch was? Oh. Das heißt, den halben Liter sollte ich wohl sicherheitshalber dann doch nochmal mitnehmen. Und vielleicht hier... Moment, wir sortieren das mal wieder nach dem Verfallsdatum. Jo, die Kondensmilch nehmen wir auch noch mit. Na, die Salzcracker geben immer viele Kalorien. Und dann nehmen wir hier zur Sicherheit auch nochmal so 2 Sachen mit. Und noch ein bisschen Wasser. Und Kaninchenfleisch. Wir sollten vielleicht noch einen Kaffee trinken. Ich glaube, wir haben hier welchen eingelagert. Dann sind wir wieder fitter. Nehmen wir mal zur Sicherheit gleich 2 mit. Gucken nochmal nach. Müde. Wir sind also müde. Ab nach draußen. Ist auf alle Fälle kalt. Und man sieht schlecht. Aber 4 Grad gehen, denke ich, okay. Dann Tür zu und wir gehen los. So, wir müssen auf alle Fälle zurück zur Stadt. Und ich glaube, da kommt man da oben am besten entlang. Deshalb gehen wir mal zur Brücke. Und sehen uns noch ein bisschen... Oh, da ist noch ein Kaninchen. Ein Kaninchen in der Falle.
Möchte ich jetzt meine Zeit damit... Ja. Wir gucken mal, wie lange es dauert. Fleisch schon gar nichts mehr und es ist nur noch ein Darm drin, dann wollen wir es sowieso nicht. Und die Schlinge ist auch frisch aufgestellt. Ach so. Jetzt war das Wetter aber wahrscheinlich so schlecht, dass die ganzen Kaninchen sich wieder in ihren Gebäuden? Nein. Im Kaninchenbau. Was ist denn der Plural von Bau? Im Kaninchenbau. Kaninchen bauen? Nee, es gibt kein Plural, oder? Es gibt auch nicht... Ja. Oh, was haben wir denn hier? So ein kleines Stöckchen nehme ich gerne mal mit. Dann kann man zur Not doch noch ein Feuer machen. Denn daran habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht gedacht. Cheat. Aber das Schöne hier, kann man einfach hingehen und Stöcke einsammeln. Da liegt hier alles rum. Wunderbar. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Damit können wir in der Not ein kleines Feuer errichten. Minus 3 Grad, aber uns geht es soweit ganz gut. Wir werden aber doch relativ müde. Jetzt stellt sich die Frage, was die richtige Richtung ist. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten, wir werden hier wohl irgendwo wieder rauskommen. Kann so schwer nicht sein. Und in dem Auto waren wir da schon drin. Wieso ist hier die Motorhaube nicht offen? Ich gehe mal ganz kurz rein. Ja, wir waren schon drin. Okay. Dann ist ja gut. Wird langsam kälter. Und was mich jetzt ein klein wenig ärgert, das ist einfach, dass man dieses blöde Erschöpfungssystem so eingeführt hat. Dass man jetzt hier nicht einfach noch schnell rennen kann die ganze Zeit, sondern ständig Pausen machen muss und sich damit dann auch noch die Kondition jetzt ruiniert. Wobei man natürlich fairerweise auch wieder sagen muss, es hat ja schon mit Realismus zu tun. Was? Hat das Reh abgelegt? Kannst knicken. Komm her, Reh. Oh, guckt euch das mal an. Gegen den Wind läuft sich schneller. Was mit dem Wind? Zumindest bilde ich mir das jetzt mal so ein. Wir checken dort hinten noch schnell die Hütte ab, denn wenn ich mich da richtig erinnere, dann könnten dort Federn liegen. Und Federn sind gut. Federn brauchen wir. Wir können damit Pfeile bauen. Und ich glaube, ich habe die Pfeilspitzen und noch so ein paar andere Sachen gerne mitgenommen. Also insofern können wir das dann auch mal unterwegs machen, wenn wir aber in irgendeinem Ort festhängen. Und draußen das Wetter schlecht ist, denn irgendwas muss man ja machen. Hier liegt auf alle Fälle eine Leiche. Und hier liegt die dritte Feder, was bedeutet, wir können endlich mal wieder einen Ball bauen. Leiche ist leer, ansonsten liegt hier nichts mehr. Wir gucken noch so ein bisschen die Umgebung an. Es könnte ja sein, dass hier doch noch irgendwo eine Feder liegt. Die wollen wir dann natürlich nicht übersehen haben. Es sieht aber wieder leer aus. Oh nein, da ist noch eine. Sehr schön. Wird doch langsam. So, unser erklärtes Ziel für diese Runde ist jetzt auf alle Fälle noch... Also, die wird jetzt noch ein bisschen länger dauern. Es wird eine längere Runde jetzt, glaube ich. Wir werden uns jetzt durchschlagen, bis wir zu dieser einen kleinen Häuseransiedlung kommen, von der aus man dann im Endeffekt zur Mine gehen könnte. Und wir nutzen dann die Häusersiedlung, um so ein bisschen Rast zu machen und um die jetzige Folge dann im Endeffekt zu beenden. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf alle Fälle durch die Mine gehen. Sollten aber im Coastal Highway landen. Und dort schlagen wir uns dann wieder weiter durch. Und dann schaffen wir das auch. Also, ich glaube, das wird alles gut. Und dann kommen wir in das neue Gebiet. Das soll wohl ziemlich schlimm sein, was die Wölfe angeht. Man soll dort wohl ständig überfallen werden von dem Wolf. Dementsprechend, ne, Gewehr immer im Anschlag. So wie sich das gehört. Und wir werden vermutlich eine Menge Munition verschießen. Und verschwenden.
Das ist immer so die frustrierende Sache. Also man kann den Wölfen einfach nicht immer ausweichen. Manchmal hast du keine Chance. Können wir was essen oder trinken? Nee, noch nicht. Ich würde mal sagen, noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal damit klarkommen, dass wir schon wieder erschöpft sind und nicht mehr so viel tragen können. Ich weiß nicht, die Frau ist echt eine Pussy. Das neue System halte ich jetzt nicht für sonderlich gut, was man hier integriert hat. Das war definitiv ein absoluter, ein Fehler jetzt nicht, aber es macht die Sache unnötig schwer. Diese Geräusche eben, also... Kein Fan von. So. Waren wir schon in diesem Auto? Nee. Wir machen erstmal die Kapuze auf, dann gehen wir rein. Wobei Kapuze auch bescheuert ist, das müsste Motorhaube heißen. Die Orangenlimo nehmen wir mit. Gehen wir nochmal schnell hinten rein, vielleicht liegt hier auch noch irgendwo was. Nein. Und noch nicht mal hier irgendwie das Klopapier hier hinten drin, in so einem schicken, selbstgestrickten Mützchen. Wie langweilig. Wie langweilig. Wieso habe ich die jetzt mitgenommen? Also der war definitiv gut ausgestattet. Ich nehme das jetzt einfach mal mit und dann lagern wir das im nächsten Haus ein oder sowas. Wir könnten eigentlich mal gucken, wir pfeifen uns jetzt einfach mal so eine Limo rein. Hier, die hat sowieso nur noch 25%. Müssen wir schon weniger tragen. Kriegen unseren Durst gestillt und wieder ein paar Kalorien reingefuttert. Was sagt eigentlich aktuell die Temperatur? Minus 1, das verwundert. Und wir sind mittlerweile schon am Frösteln, oder wie? Nein, wir sind leicht unterkühlt. Also ich weiß nicht, wenn ich bei minus 1 Grad unterwegs bin, dann bin ich nicht sofort unterkühlt. Wobei, was sagt eigentlich die Lufttemperatur draußen? Minus 14. Aber einen fetten Kleidungsbonus, sodass eigentlich alles mehr oder minder gut ist. Also, naja. Naja. Dieses neue System. Ich bejubel es mal nicht so. Gab ein paar gute Änderungen, aber das jetzt, nee. So, meine Freunde der Miesmuschel. Wo bin ich denn? Kann er nicht mal irgendwie anfangen, Karten zu zeichnen? Oder sie? Es wäre natürlich was, wenn du irgendwo so ein Buch findest oder eine Karte und dann selbst irgendwie was einzeichnen könntest. Und sagen wir mal, du hast noch so deinen Kompass und dann stellst du dich ja nochmal so 10 Minuten hin und dann weißt du wieder, wo du bist oder so. Wäre cool. Zum Geier laufe ich denn bitte lang? Müsste hier nicht langsam im Dorf kommen? Ich bin wahrscheinlich genau in die falsche Richtung gelaufen. Oh. Meine Begeisterung hält sich jetzt aktuell echt in Grenzen. Die aktuelle Situation stellt sich etwas komplizierter dar als gedacht. Ich ging ehrlich gesagt davon aus, dass wenn ich jetzt hier hinten so über den Hügel bin, sehe ich sofort die Häuser. Ist nicht passiert. Das ist kacke. Na gut. Damit müssen wir jetzt einfach mal leben und wir müssen uns jetzt anpassen. Zumindest ist es nicht so arschenskalt. Oh, wo geht's denn hier lang? Möchte ich hier lang? Es sieht so aus, als würde man dort irgendwo hinkommen. Wo man hin möchte. Aber ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist mir jetzt aktuell zu risikoreich. Wir spielen es jetzt erstmal hier auf Nummer sicher. Wir wollen ja hier keine weitere Erkundung. Ah, da vorne sind die Häuser. Also habe ich doch recht gehabt. Jetzt sollten wir wahrscheinlich hier auch irgendwo demnächst einen Wolf holen hören. Denn wenn ich mich richtig erinnere, dann war da immer einer in der Nähe. Mit dem möchten wir jetzt keinen Beef haben. Sind das Federn oder sind das auch nur wieder... Nee, es sind auch nur Stöcke. Das sind doch auch nur Stöcke.
Und dann mal weiter im Takt. Was war das nun? Es ist so still plötzlich. Ich muss noch mal ganz kurz was gucken. Ich gehe noch mal ganz kurz ins Menü. Moment. Habe ich die Musik ausgemacht? Nee. Musik habe ich auch nicht ausgemacht. Es wundert mich, dass jetzt schon länger keine Musik mehr kam. Oder ich bilde es mir einfach nur ein, dass schon länger keine Musik mehr kam. Könnte auch sein. Hallo? Stock. Den nehmen wir jetzt einfach nochmal mit. Dann können wir vielleicht jetzt in einem der Häuser noch ein Feuerchen machen. Oder warte mal, gab es nicht hier das Problem, dass wir keins gefunden hatten mit Feuerstelle? Wir checken mal schnell hier ab, ob da was drin ist oder ob wir da alles schon rausgeschleppt haben. So. Naja, da haben wir eigentlich alles rausgeschleppt. Jetzt mal abgesehen von Regalen und Kisten, die wir noch auseinander basteln können. Was war da gerade irgendwas mit Säge gestanden? Nee. Denn die brauchen wir unbedingt noch. Wir brauchen noch eine Säge, damit wir nämlich hier die Regale auseinander basteln können. Das ist nämlich auch eine neue Einführung jetzt mit dem letzten Patch. Und das möchte ich gerne auch mal austesten. Also da war schon mal nichts mehr drin. Gucken wir uns hier mal noch um, ob wir dann noch was gelassen haben. Das abgelegene Geschäft. Nee, offensichtlich haben wir ja auch schon alles geplündert. Das verwundert mich jetzt irgendwie ein bisschen. Sind das auch so Regale, die man auseinanderbauen kann? Nein, natürlich nicht. Oh. Der Mikrowelle was übersehen, die ganzen Spinde sind leer. Schlafen können wir hier auch nicht. Das heißt, wir werden hier definitiv nicht kampieren. Die Registrierkasse? Da ist jetzt auch was drin, das ist ja cool. Das ist ja mal echt cool, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben sie noch was Neues eingeführt? Okay, dann gehen wir hier raus und wir werden in das andere Haus gehen. No? Mhm. 5 Stunden Tageslicht. Eigentlich sollten wir fast keine Pause machen. Nur dachte ich jetzt gerade drüber nach, wir könnten in dem einen Haus nämlich kampieren, die Nacht verbringen und dann am nächsten Tag einfach aufbrechen. Nur eigentlich wäre das ja gar nicht nötig aktuell. Gucken wir mal so ein bisschen dahinter. Da irgendwie was liegt, liegt aber nichts. Ha. Wolf sehe ich jetzt aktuell auch keinen, was mich irgendwie doch dezent verwirrt. Ich hätte schwören können, dass hier immer einer war. Na gut. Wir werden uns jetzt hier auch nochmal die Ruinen ansehen. Falls ihr euch jetzt fragt, oh, wieso macht er denn das? Da war er doch bestimmt schon mal vor 110 Millionen Folgen und ihr habt voll das Elefantengedächtnis und wisst das. Ich mach das, weil es einen Patch gab. Das heißt, es kann also sein, dass hier vielleicht doch noch irgendwie was Neues liegt. Was dort vorher noch nicht war. Weil die was hinzugefügt haben oder so. Ist das eine Feder? Oder auch nur ein Stock? Das ist auch nur ein Stock. Shit. Hochgerannt, hochgerannt, hochgerannt. Dann. Ja. Jo. Ich höre irgendwas. Keine Post für mich. Was ist das für ein Geräusch? Da waren wir nämlich definitiv schon dran. Nein? Also so langsam verwirrt mich das hier alles. Wieso waren wir noch nicht in den Autos? Hier liegt nichts. Jetzt können wir nur hoffen, dass im Kofferraum irgendwie was Cooles ist. Irgendwas, das nützlich für uns ist, auf unserer Reise. Dicker Wollpulli, okay.
Ja, das auf alle Fälle. Dann checken wir nochmal schnell das Haus ab und dann lagern wir notfalls halt einfach alles in dem Haus, was wir nicht brauchen. Ich denke, das hört sich nach einem super Plan an. Da mal rein hier. Das Haus an der Küste. Wir holen mal hier die Leuchte raus. Mann. Eins war das, ne? Genau. Button Nummer 1. Na, da haben wir doch was. Metallschrott, Streichhölzer, ein Haken, ein Metallregal, da ist noch eine Kapuze. Oh, ein Erste-Hilfe-Set. Wir waren offensichtlich noch gar nicht in den Häusern. Crazy shit, ey. Aha. Oh. Das ist gut. Hat er auch noch was? Nee. Handtücher, Salzcracker. Einfache Handschuhe. Okay. Da schnell das Lichtchen wieder, gehen raus und gehen ins andere Gebäude. Na? Wir haben die Motorhaube nicht aufgemacht. Jetzt aber. Jetzt wissen wir, dass wir es durchsucht haben. So. Wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich mir fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.